Warum trägt die Übersäuerung des Körpers auch zur Entstehung von Bluthochdruck bei? Genau das schauen wir uns jetzt an. Sinkt der pH-Wert im Blut, wird es zähflüssiger und die Flexibilität der Gefäßwände sowie der roten Blutkörperchen verringert sich. Es kann zu Blutgerinnseln und Ablagerungen an den Gefäßwänden kommen. Dadurch verringert sich natürlich der Durchlass und um die gleiche Menge Blut in den Körper zu pumpen, muss natürlich der Blutdruck erhöht werden. Kommen wir jetzt mit Medikamenten und schaffen Abhilfe, ist das keine nachhaltige Lösung. Besser packen wir das Problem bei der Wurzel und kommen in einen basischen Körper. Natürlich macht dein Körper alles, um das Blut in einem toleranten Bereich zu halten. Denn bereits bei einem pH-Wert von 7,1 im Blut bist du bewusstlos. So klaut der Körper überall aus den Mineralstoffdepots die Mineralien zusammen und natürlich fehlen die dann dort. Das ergibt eine Kettenreaktion und schlussendlich ein Ungleichgewicht im Körper. So können wieder neue Baustellen entstehen und neue Herde für Krankheiten und Schmerzen. Also, tu dir Gutes, komm in einen basischen Körper, lass dich dabei unterstützen. Ich bin gerne für dich da. Deine Rita von gesundundfrisch.ch.